Jetzt hätte ich fertig. Jetzt muss ich mal. So, Dirk, und? Alles klar? Ja, mir ist nur gerade eingefallen. ich wollte das ja sonst selber ansehen, aber der Weasley hat mich immer noch nicht angerufen, ob er jetzt eine Sehmaschine für uns gefunden hat oder nicht. Ja. Wollen wir einen Testorosse nochmal für beauftragen? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel der ist doch jetzt noch mit Kalkstreuen beschäftigt. Ja. Ja, man kann ihn ja trotzdem fragen. Wenn er mal den Termin frei hätte, dann kann er ja ansehen. Ja, müssen wir ja. Eil dir nicht. Weil ich würde den mit unserer Kleinen eben zu Feld 76 fahren. Okay. Ja, was wollen wir denn dann drauf haben auf die Felder? Weil dann kann ja die 51 und die 43 gleich ansehen. Brauchen wir aktuell Stroh? Stroh, das halbe Lager ist noch. Also das Lager ist noch dreiviertel voll ungefähr. Also Stroh haben wir erstmal genug. Ich würde sagen, dann lass uns doch mal ...43 Sonnenblumen. Mhm. Und auf 51... Was war da zum Schluss drauf? Schluss war Sojabohnen drauf. Wollen wir da auch nochmal Sonnenblumen drauf machen? Dann haben wir was für die Bienchen auch noch. Denken wir dieses Jahr mal ökologisch. Wir sind ja Bio-Fuzzis. Ganz genau. Müssen wir uns gerecht werden. Dann lass uns das doch machen. Jo. Lass uns also eine Blume darauf klatschen. Da wird aber trotzdem erstmal grubbern dürfen. Weil mit einem Einzelkorn gibt's ja keine Direktsort, ne? Stimmt, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Das macht unser lieber Testarossa schon. Das denke ich. Wobei, wir haben doch einen großen Grubber jetzt da. Da hinten haben wir ja Tiefen gelockert. Ich glaube, das sollte auch funktionieren. Das denke ich auch. Jo, dann schmeiße ich mich jetzt mal in den Trecker rein, dann grubber ich das Feld, dann kann er dann gleich ansehen, sobald er Zeit hat. Dann ist das schon mal erledigt. Genau, und ich schnapp mir die Sehmaschine. Mach erstmal das GPS aus hier. So. Mal gucken, wie sich da MF gibt. Obwohl, warte mal eben. Du bist ja mit dem MF auch recht flink, ne? Ja. Schnapp dir mal eben den Düngerstreuer und zieh da eben einmal auf 76 Dünger drauf. Das ist ja schnell fertig, das ist ja nicht groß. Wo hast du denn hingestellt? Hier vorne beim, wo unser alte Ecke drinne steht da. Oder unser alter Kober, was das da ist. Ach, da beim MF steht er. Beim Agri. Weil dann würde ich nämlich hinter dir herfahren. Und du hast ja ein bisschen mehr Arbeitsbreite wie ich. Aber nur ein bisschen. Na, was ist denn jetzt halt? Krieg den da nicht dran. Jetzt doof. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich fahr schon mal vor. Jo.
Sag, mein Telefon klingelt schon wieder. Hallo? Hallo? Ja, guten Tag, Herr Lustig, Testarossa hier. Hallo? Sie hatten doch wegen dem Mist gefragt. Ja. Und ich wollte nur sagen, da fehlen knapp 60.000 Liter. Ah, okay, danke, das ist... Das ist das, was der Bruder vom Eduard abholen sollte bei seinem Nachbarn. Ah, okay, das ist... Ja, drüben. Gut zu wissen. Ja. Wo ich sie gerade dran habe. Jo. Sind sie schon so weit durch, oder? Ja, ich hab gekalkt. Wir würden denn gerne nochmal in Auftrag geben, die beiden Felder einmal anzusehen, die 43 und 51, weil wir leider keine, noch keine Sämaschine haben. Da lässt jo, der Herr Weasley, okay. Da sollten wir auf beide Felder bitte einmal Sonnenblumen. Jo, okay. Ja? Jo. Und bitte noch an die Rechnung denken fürs Kartoffelruben. Jo, das macht mein Bruder fertig. Danke. Jo. Tschüss. Jo, tschüss. Aber mir fällt gerade was ein. Warte mal. Ich guck mal, ob er auch auf 43 ist. Testarossa, hören Sie mich im Funk? Hallo. Jo, ja, lustig. Dann nehmen Sie doch nächstes Mal den Funk, dann brauchen Sie nicht anrufen. Jo, ich weiß nicht, ich hab vergessen. Okay. So. So, Dirk, ich hab fertig. Ja, siehst du, wunderbar. Jedes Mal wieder vergesse ich es wieder. Englische Straße, ich werde mich nie dran gewöhnen. Ja, es geht mir nicht anders. Natürlich wieder mit GPS. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Einmal gerade ausrichten und dann passt das auch. GPS ist doch was Schönes.
Tester raus. Ja. Theo? Ja. Auf dem Träger, ja, ist er. Ja, bin ich. Warum? Was ist los? Nö, ich wollte nur mal hin sagen, so. Ab und zu tut mir der Tesserosa ja auch ein bisschen leid, ne? Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich sehe den jetzt hier gerade so alleine auf seinem Hof rumflitzen und. Ja, sein Bruder da nirgendwo und. Ja, sein Bruder wird wahrscheinlich im Büro hocken und das ganze Rechnungszeug machen. Ich würde sagen, ich sehe den. Gerade einen Tee trinkt. Er hat jetzt gerade die Seemaschine aufgefüllt, der ist hier nur in die Gänge. Die arme Socke. Der wird. Der braucht Hilfe. Ich hätte einen super Helfer, aber. Ich weiß nicht, ob der Eduard mit solchen Maschinen umgehen kann. Den hat er ja ab und zu schon da. Ja doch, stimmt, hat er ja gesagt. Scheiße, jetzt ist der Gag versaut. Aber es ist schon echt schlechtes Gewissen, dass wir ihm so viel aufbringen hier. Andererseits musst du wieder überlegen, er kriegt einen Haufen Kohle dafür. Naja, wenn man nicht viel aufteilen. Wenn er denn mal die Rechnung rausschickt. Ja, der hat sie nicht eilig mit der Rechnung, von dem her. Sehen wir es mal entspannt. Ja. Also der Johnny macht sich echt gut, ey. Mit dem MF bin ich auch zufrieden. Wir müssen uns ja Johnny ist ja amerikanisch, ne? Ja, Marcel Ferguson genauso. Also nehmen sie sich nicht gegenseitig recht viel aus. Ja, das stimmt. Nur das Problem, wir können uns nicht beide leisten. Ja. Wir brauchen etwas schwereres Geschütz, zumindest einen von beiden. Vielleicht wird es ja auch was ganz was anderes. Ja, wir probieren uns da einfach mal durch. Und ja, dann entscheiden wir einfach mal, was es dann im Endeffekt wird. Ja, das stimmt. Ich habe leider auch nicht mehr die Preise im Kopf, was er damals gesagt hat. Ja, auf jeden Fall sind beide über 200.000, wenn nicht sogar schon fast 300.000. Ja gut, da gehe ich mal von aus. Ich weiß ja nicht, ob das da denn noch Messepreise gab oder so, weil das ja da auf seiner Ausstellung war. Einfach mal. Gesundheit. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen Staub im Hals gekriegt hier. Thank you.
Aber das Feld hätte ich auch gleich geschafft. Bist du ganz schön lang unterwegs, du? Ja, 4 Meter Arbeitsbreite, was willst du erwarten? Bin ich hier mit 6 Metern auch nicht gerade glücklicher. Wäre ja auch mal schön gewesen, wenn er da mal was gefunden hätte an seiner Maschine. Ich hoffe, wieder bald mal auf uns zukommen. Vorgewende mal eben. Dann die letzte Bahn zurück. So. Muss ich doch nochmal hoch, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen den Tessa Rossa noch mal zum Grillen einladen. Ja, davon gehe ich doch mal ganz stark aus. Der muss ja seine frisch gerodeten Kartoffeln ja auch mal probieren. Mit der auch mal. Warte. Hey, kann ich bitte kommen? Ja, Herr Tessa Rossa. Jo, ich wollte nur Bescheid sagen, ich habe Anruf bekommen. Die Kisten, die sie brauchen, die wären geliefert worden. Ah, die würden beim Fahrzeughandel, beim Haupthandel stehen. Ja, dann können wir die ja... Ja, wenn die mal abholen. Abholen, ja. Herr Testarossa? Jo? Sind die schon auf Anhänger oder sind die noch, stehen wieder lose? Ich denke, die wurden sind auf Anhänger geliefert. Dann kann ich die ja nachher gleich schnell abholen. Das wäre ja. Ja, das ist die gute Qualität, die geliefert wurde. Okay. Die Marke Farwell. Man sagt mir jetzt so bei Kartoffelkisten nicht wirklich was. Ja, Eiche Spezial. Atmungsaktiv. Oh, für lange Lagerung. Ich würde sagen, für frische Kartoffeln sollte das wohl auch. Aber Herr Tessarossa. Jo. Wenn Sie mal einen Abend Zeit haben, dann würden wir Sie gerne mal zum Grillen einladen. Jo, muss ich mal gucken. Gib auch einen lecker Tee mit Schuss. Oder was Sie gerne trinken. Jo, so ein Äppler. Boah, das kriegen wir bestimmt hin. Müssen wir mal gucken, dass wir den importieren. Gut, meine Lieben.
Und ob wir noch mehr Überraschungen so die nächsten Tage finden, kriegen. Ob wir mit dem Terrassa Rossa nochmal ein Grillfest machen und ganz wichtig, wie der Herr Weasley reagiert, wenn wir ihn auf die ganzen Geschichten da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen aushorchen. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wir sind nämlich schon wieder durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne das Däumchen da, schreibt uns auch gerne mal einen Kommentar rein. Und weiterempfehlen nicht vergessen. Genau, gerne mal weiterempfehlen, teilen. Und verbreitet es in der Welt. Dann können wir die Weltherrschaft an uns reißen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo dalassen, das Glöckchen dabei nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ein Träumchen, Abo nicht vergessen, Glocke drücken, weiterempfehlen, Kommentar schreiben, diesen Satz sympathisch und effizient vorbeibringen. Okay, ich habe alles abgehakt. Gut. Tschüss.